Jo Leute, was geht? Willkommen bei uns auf dem Channel. Heute schauen wir uns mal ein paar Brands bzw. ein paar Online-Shops auch an. Eher Brands, aber die haben natürlich auch alle Online-Shops, die ihr vielleicht noch nicht kennt, die ich finde, die aktuell noch etwas unterm Radar fliegen. Muss nicht heißen, dass es kleine Marken sind, aber die vielleicht jetzt auch hier bei uns noch nicht so krass angekommen sind. Man sieht ja auch immer viel, ja, beispielsweise jetzt auch LFDY so, das wird auch jeder jetzt kennen, aber ich finde, da gibt es auch einige Marken, die etwas mehr Aufmerksamkeit verdient haben. Ihr fragt uns auch immer, ey, wo kann man noch schauen? Deswegen das Video. Ich will direkt reinstarten mit dem ersten Shop. Und zwar, vielleicht habt ihr es schon gesehen, ich weiß nicht, ob das Video schon draußen ist, die besten T-Shirts Teil 2. Habe ich auch was von Returnity vorgestellt. Ich starte direkt mit Returnity. Was ich noch dazu sagen will, ich kriege von keiner Marke hier Geld. Das denken der ein oder andere manchmal, weil ich halt Sachen immer positiv hervorhebe. Deswegen ist es im Endeffekt ja Werbung, aber natürlich unbezahlt. Die Jungs von Returnity sind übrigens korrekt so, die haben uns auch schon mal was zukommen lassen, Tees, Hoodies und so. Ich finde die generell, die Konzeption hinter der Marke sehr, sehr gut. Also es sind zwei Gründer, die versuchen halt alles selber zu stemmen. Produktion, Shipping, soweit ich weiß, Retouren, Designs, Fotoshooting, also komplett alles, was wir von Calore sind, übelst der Act ist. In ihrer neuen Kollektion, also die haben erstmal sehr, sehr gute neue Prints gemacht, was mit Kolibris, mit Tauben und so, dieses Tierthema aufgegriffen. Haben aber auch jetzt sogar auch eine Cargo gemacht, was wirklich für kleinere Marken, also wie gesagt, sorry, dass ich immer den Vergleich zu Calore ziehe, aber ich kenne es halt davon, sehr, sehr schwierig ist, weil die Produktion halt sagt, ja, wir müssen halt ein paar hundert oder vielleicht sogar tausend machen Hosen, sonst lohnt sich es halt für uns nicht. Und dann sind die halt im Zugzwang, okay, wir machen es und gehen das Risiko, dass es keine Sau juckt, wir verkaufen nichts, gehen übelst ins Minus. Oder wir machen es halt nicht und können uns nur begrenzen auf die Produkte, die halt easy sind. Schwarze T-Shirt ohne Waschung mit einem ganz easy Aufdruck beispielsweise. Aber soweit ich das mitbekommen habe, die Jungs von Returnity gehen da auch das Risiko ein, versuchen neue Sachen zu machen. Entwickeln sich wirklich, das ist auch so der Hauptpunkt, warum ich gesagt habe, ich möchte sie mit ins Video reinnehmen, von Kollektion zu Kollektion weiter. Also es ist nicht so, dass man sagen kann, okay, die letzte fand ich jetzt irgendwie ein bisschen besser oder ja. Man sieht wirklich diesen Prozess, den die auch als Firma machen, jetzt kommt mal eine Hose, dann kommen Accessoires, ich bin gespannt, was jetzt in der nächsten Sommerkollektion von den Jungs kommt. Ja, deswegen Returnity, unterstütze ich gerne, finde ich, fliegt unverdient noch etwas unterm Radar, hätte mehr Aufmerksamkeit verdient. Als nächstes kommen wir zu Preach. Preach ist, glaube ich, schon eine etwas größere Marke. Kann sein, dass es auch einige von euch schon kennen. Für uns war das immer ein Begriff, Preach, ja, ajo, aber wir hatten nie so auf dem Schirm, was die eigentlich für Sachen machen, wie da die Stoffe sind, die Prints, was da so vielleicht auch der Gedanke hinter ist. Ich bin gerade bei denen im Online-Shop. Man sieht schon direkt, die machen auch Jacken, Hosen, verschiedene Outwears. Also wenn ich jetzt beispielsweise hier mal auf Shop All, ich glaube, ihr seht jetzt gerade nicht mein Display, aber die machen auch verschiedene, wie ich gerade schon gesagt habe, Jacken, so auch so Parker, so Raincoats. Können sie, denke ich, machen, weil die Marke, wie gesagt, auch schon etwas größer ist, auch deutlich größer als Returnity, würde ich sagen. Aber ich hatte auch ein Preach-T-Shirt beispielsweise im besten T-Shirt-Video, Teil 1 mit drin. Die machen so Sachen wie irgendwie so ein Achselprint, habe ich das genannt, halt aus Joke-Basis, aber es ist im Endeffekt im Achselbereich, sind sehr kreativ unterwegs, haben auch Artwork-technisch einige Sachen am Start, die ich so vorher noch nicht gesehen habe, sind sehr auf diesem Sand-Beige-Vibe unterwegs, also man findet viel in ja, Sand-Colorways, eher so diese Pastell-Color, diese dunklen Pastelltöne, viel auch mit, es wird auch viel mit so diesen Yeezy Boots oder dem Yeezy Tefra gearbeitet, die ja auch diesen Military Camo Sand Look haben. Sehr, sehr cool, auch ein guter Online-Shop. Die Preise finde ich auch völlig in Ordnung. Eine Jacke beispielsweise kostet jetzt hier 120. Genau, die T-Shirts hier im Bereich 40 bis 50, also finde ich sehr fair. Auch noch kurz zur Erwähnung, was auch sehr gut bei Preach reinpasst, ist auch das Model, finde ich. Also da sieht man auch, dass die ein bisschen, die denken immer noch einen Schritt weiter. So, die haben auch jetzt bei Model mal jemand gewählt mit einer Pigmentstörung, der vielleicht mehr auffällt, der vielleicht dieses Kreative noch ein bisschen mehr nach außen trägt. Finde ich sehr cool, ich fühle das auf jeden Fall. Oder irgendwelche rosa Shorts mit einem 1er Travis mit den rosa Laces dann auf den Shootingbildern kombiniert. Ja, da wird sich auf jeden Fall bei was gedacht, finde ich sehr, sehr stark. Als nächstes habe ich mir Midnight Studios rausgesucht, ebenfalls wieder keine kleine Marke, aber die ich finde noch nicht so angekommen ist. Man sieht sie öfters bei Justin mal, er hat öfters mal was von Midnight Studios an. Die Stärke von Midnight Studios finde ich aktuell diese Tie-Dye-Sachen,
die sind wirklich ganz cool. Also dieses blau bis dunkelblau Tie-Dye oder das schwarz-weiße. Wir werden euch immer hier ein paar Bilder einblenden von den Sachen. Gibt es als Tee, gibt es als Hoodie. Ich sehe gerade hier sogar, ich bin gerade auf der Seite, die haben auch eine Collab mit Converse, sprich die sind auch schon auf einem gewissen Level. Probieren sich auch aus, hier gibt es auch Latzhosen und so Sachen, aber ja, Fit, Kreativität finde ich da sehr cool. Ist halt, wie gesagt, mal was anderes, wenn man wirklich auf der Suche ist, mal nicht diese klassischen, weiß ich jetzt nicht, ASOS, LFDY, vielleicht jetzt auch mittlerweile schon Peso, wenn wir zu weit aus dem Fenster lehnen, aber vielleicht auch seit dem Hoodie Drop. Das sieht man ja immer mehr, wenn man mal was Neues sucht. Midnight Studios auch auf jeden Fall mal reinschauen. Nicht ganz so günstig, also T-Shirt im Bereich 60 bis 80 Euro. Jetzt gerade Corona-Sale, was ja jede Marke hat. Da kann man vielleicht was ergattern, aber ansonsten eher höherpreisig. Als nächstes, kurz und knapp, habe ich 6PM mit auf dem Schirm. 6PM jetzt vor allem in den letzten Wochen, denke ich, fast jedem ein Begriff. Ich lehne mich ganz weit aus dem Fenster und sage, dass es schon Peso-Level ist, aber mit der Collab mit OZ, ich habe mir da selber drei Teile geholt, also super Hype. Ich glaube, die haben gesagt, die ersten 3000 Bestellungen kriegen so ein Feuerzeug und dann haben das nur ganz wenige bekommen, also die werden pro Drop, haben die bestimmt ihre 6.000, 7.000 Teile verkauft, was wirklich übelst viel ist, also das ist wirklich sehr, sehr viel, da das auch keine Marke ist, die ja einfach immer Sachen abverkauft, sondern die arbeiten ja auch mit diesem Drop-Prinzip. Wenn es wirklich 6.000, 7.000, 8.000 Teile vielleicht sogar waren, super stark, super hype. Preis, ja, Hoodie 90 Euro finde ich in Ordnung. Die Sachen kamen jetzt zum jetzigen Aufnahmezeitpunkt, kamen die gestern bei mir an. Der Stoff erinnert mich ein bisschen vom Hoodie an den Palm Angels Hoodie, den ich auch habe. Also da kann man absolut nicht meckern, super. Jetzt kommt halt die warme Jahreszeit, deswegen weiß ich nicht, ob das so von Vorteil ist. Beispielsweise, wir haben uns jetzt hier bei Calor, ich habe den Hoodie gerade an, diesen Arco World Hoodie, für einen, trotz der hohen Qualität, für einen etwas dünneren Stoff entschieden. Also dicker Stoff ist nicht gleich gute Qualität, das nur als Info. Einfach weil jetzt der Frühling kommt, weil man ja die Hoodies, was bringt mir das jetzt, wenn ich so einen riesen dicken Hoodie habe und dann hängt der jetzt, wenn es 20 Grad werden, eigentlich nur im Schrank oder ich schwitze mir da einen ab. Aber ansonsten, ich denke, wir werden von 6PM auch einiges sehen. Ich habe auch schon bei Ashraf gesehen, er hat so eine Tennis-kurze Hose gehabt für den Sommer. Also er hat so als Tennisspieler-mäßig das Outfit genannt. Ja, die haben da immer, was Kreativität angeht, auch gute Ansätze. Ich bin gespannt, auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Als nächstes habe ich, also keine Marke an sich, ist natürlich eine Marke, aber es geht eher um den Shop und zwar von Double Double Vintage. Ich habe ja auch schon über die Jungs von Pieces geredet, die auch im Vintage-Bereich sind, bei den besten Online-Shops, weil ich persönlich finde, meine Meinung nur, die haben einen etwas besseren Online-Shop, aber Double Double Vintage ist, glaube ich, was die Variabilität angeht, noch besser aufgestellt. Deswegen habe ich doch einfach mal die mit reingenommen. Ich wäre auch einfach langweilig, wenn ich jetzt nochmal Pieces zeige. Gleiches Thema wie bei Pieces. Ihr habt halt eine riesen Auswahl an Sachen, die schon wirklich auch älter sind. Also es sind keine neuen Sachen, die mit einem Vintage-Vibe oder Vintage-Print gemacht wurden, sondern sind wirklich alte Vintage-Retro-Sachen. Hier auch wieder das Thema wie bei Pieces. Gibt von jedem Teil eigentlich nur eine Size. Also da steht immer der Produktname und dann die Größe dabei, also irgendwelche Seattle Seahawk Tees, irgendwelche Racing Tees, ganz alte Trainingsjacken von Fila, Adidas, Nike und so. Ist auf jeden Fall eine Erwähnung wert, also wer sich da noch ein bisschen, weil da kriegen wir immer todes viele Nachrichten, so ey, Vintage dies, Vintage das. Entweder Pieces oder Double Double Vintage, da ich Pieces bei besten Online-Shops vorgestellt habe, habe ich jetzt hier Double Double Vintage gefeatured. Ist glaube ich eine deutsche Firma, Store Mannheim, genau, die haben in Mannheim haben die auch einen Store, ich schaue gerade mal rein. Ja, ist eine deutsche Firma, ist eine GbR, richtig. Ja, support your locals, also schaut da auch gerne mal rein. Habe jetzt noch nie was bestellt, deswegen kann ich dazu wenig sagen. Macht aber einen sehr guten Eindruck auf mich. Und last but not least habe ich noch Vessit mit drin. Vessit, denke ich, hat sich eher einen Namen gemacht im Bereich des VIP-Shoppings oder so, sage ich mal, des Personal-Shoppings. Also Vessit kauft ja Sachen, die man bei ihm beauftragt. Beispielsweise könnte man jetzt sagen, ja, ich möchte den Yeezy oder ich möchte den Jordan, den Louis V Trainer. Dann kauft er den halt für einen, für, denke ich, wenn man jetzt nicht übelst dicke mit ihm ist, mit einem kleinen Aufschlag, das ist sein Business. Er macht aber auch, ich will es gar nicht Merch nennen, sondern ich glaube, es ist schon wirklich Streetwear. Da steht halt Vessit drauf, deswegen könnte man sagen, es ist Merch, aber finde ich jetzt nicht. Hat keinen Merch-Charakter. Ich hatte da den Sweater, diesen Babyblauen,
wo das Vested eingestickt war, den auch Shindy anhatte im Backspin-Interview, wo dieses Vested eingestickt war in dieser Schneeoptik so. Die Fits sind schon brutal. Also das ist halt was ganz anderes. Das ist, also ich hatte noch nie so einen Oversize-Sweater an. Der hat eigentlich gut gepasst, aber die Arme sind bei dem Sweater, die gehen mir bis hier. Die sind so richtig hängend, also das ist so ein riesiges Ding. So ein boxy Teil, da merkt man auch schon, dass es kein Merch ist, sondern weil auch die Stoffe und Fitte, da wurde sich auch was bei gedacht. Jetzt die neue Kollektion habe ich leider verpasst, muss ich sagen. Ich habe es nicht so auf dem Schirm. Dadurch, dass er ja auch nicht so die riesige Reichweite hat auf Instagram, habe ich gesehen, er hat neue Teile gedroppt. Da sah auch der Hoodie vor allem vom Stoff sehr, sehr gut aus, hat gut gefittet wieder. Da habe ich mich persönlich jetzt, auch vorgenommen, dass ich da mal öfters reinschauen werde und mir die Sachen anschaue, weil ich finde, dass da Vested sich auch eine gute Marke aufbaut mit den Teilen, die er da macht. Ja, ansonsten schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ich irgendwas vergessen habe. Habt ihr noch eine etwas kleinere oder wie gesagt auch größere Marken, die aber aktuell hier bei uns im Mainstream oder in der Szene noch unterm Radar fliegen? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ansonsten freut mich, dass ihr das Video bis hierhin angeschaut habt. Liked gerne, abonniert uns und ja, sehen, hören wir uns im nächsten Video. Peace.